Oben hat, dann raste ich noch mehr aus. Dann bin ich zwar glücklich, weil das Problem behoben ist, aber ich bin sehr traurig, weil es dann einfach nur daran lag, dass mein PC nicht runtergefahren ist, was so was richtig Erbärmliches eigentlich ist. Naja. Aber gut, danke für den Hinweis, dass die Lobby nicht angezeigt wird. Das hat schwer weitergeholfen. Oh nein, oh Mensch. Soll ich auf Flugzeuge direkt gehen oder wie? Aber tatsächlich, es hat das Problem behoben. Ich bin bei 60% Grafikkartenauslastung davor. War ich, ja, natürlich gehe ich auf Flugzeuge. Was auch immer das Problem war, ich habe es im Griff. Wuhu. Ich wollte mich eigentlich aufregen, gell? Aber jetzt bin ich glücklich. Spielst du selten totaler Krieg, weil das immer normalerweise die anderen Leute immer nicht spielen wollen, die man sonst hier immer so, Was wenn kennst du für irgendwas. Leute? Dann musst du einfach machen wie ich. Mit mir wollte auch nie jemand totaler Krieg spielen. Dann habe ich einen YouTube-Kanal erstellt und die Leute Naja. gezwungen. Nein. Nee, ich warte dann immer auf Livestreams, da macht's ja immer. Das ist eh so, alle immer, niemand spielt totaler Krieg. Und dann kann ich sagen, auch weißt du, von meinen letzten 150 Rouge-Gefechten waren vielleicht 5 nicht totaler Krieg. Und von diesen 5 waren wiederum wahrscheinlich 2 ganz komische Dinge wie Atommodus oder weiß Gott was. Modus könnte man auch mal wieder spielen. Stimmt, man könnte aber mal wieder die Mod spielen. Ich habe mir nämlich selber mein eigenes Tutorial wieder angeguckt, weil ich nicht mehr wusste, wie das über die Mod installiert. Und jemand hat gefragt, ob ich, also halt auf Englisch, dass er es das halt nicht versteht. Dann habe ich ihm, weil es sind ja nur Das drei, habe vier ich auch Schritte. mal installiert, Ja, die habe als ich du mal mal kurz auf so diese Englisch dann Phase halt. hattest. Ja, das war eigentlich eine coole Zeit. Aber Alter, bin ich froh, dass mein Rechner wieder läuft. Puh. Da kann ich auch die Grafik später wieder hochstellen. Aber das mache ich nicht jetzt, weil sonst tut es dann doch nicht. Und ja, dein Flieger wird abgeschossen. Ja, aber ich schicke dir schon Luftabwehrunterstützung. Alles gut, lass die Flieger. Dachte, ich krieg den Trecker, Ah, der da fährt. da Na, vielleicht kriegst du jetzt. den kriegst du auch. Ah, jetzt nicht mehr, du kriegst den Flieger, wenn du es geschickt anstellst. Kacke, du hast beide gebraucht. Vielleicht. Nee, Hat gerade ein ziehen bisschen. zurück oder geh auf den Track, aber ziehen zurück, sonst das verlierst du. Zieh zurück, ziehen eh. Oh, okay, das ist Warum greift eklig. ihr denn automatisch die Flieger Ja, an? das ist so eine Sache. Will Der. doch einfach nur durchfliegen. Na, Ja, jetzt wenigstens ist kommt es immer zurück. unschön. Vielleicht funktioniert es ja. Achtung, der hat eine Panzerbasis gebaut. Oh, fuck, fuck, fuck. Was ist denn das für eine Nation? Das ist Wüstenfuchs, hast du aufgepasst? Italiener. Oh, Kann ja mal eine Kacke. Pillbox bauen. Ja, baue eine Pillbox. Und zwar vor die Stadt hier. So, das reicht schon. Ich schicke dir nämlich gleich einen KV. Der braucht nur ein paar Sekündchen, bis er da ist. Box ist ja schon unter. Ja, eine Pillbox ist gut, weil du baust gleich zwei und ich gebe dir schnell ein Tarnnetz. Nicht, dass er die abschießt, das wäre nämlich ganz schlecht. So, mit der Pillbox ist das alles ganz einfach und kein Problem. So, wir haben jetzt Luftabwehr. Das bedeutet, du kannst, du musst einfach nur über eigenem Territorium kämpfen, na, dann funktioniert das. Also, ihr kriegt mit ziemlicher Sicherheit jetzt wahrscheinlich dein Nachschubdepot kaputt, aber das ist nicht so schlimm. Die Pillbox. Ja, perfekt, gut. Das haben wir aufgehalten. Das ist für ihn sogar teurer, wie für uns, selbst wenn er das Nachschubdepot zerstört. Und wenn es gut läuft, kriegt er das jetzt nicht mal hin. Scheiße. Vermutlich kriegt das jetzt doch hin. Ja, jetzt mit Fanatismus erst recht. Bitte, 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 bitte. Nice. Okay, das Nachschubdepot kaputt gemacht, aber. Mehr kriegt er nicht kaputt. Dafür hat er zwei Flieger verloren, da ist das Nachschubdepot wieder drin. Erinnere mich dran, dass ich Aufklärer war. Ich habe sogar einen Aufklärer gebaut, ja, endlich. Nachdem ich 500.000 Mal in meinem Leben von Infanterie durch meine Wälder getötet wurde, habe ich mich jetzt endlich mal daran gewöhnt, dass ich automatisiert, ohne drüber nachzudenken, immer einen Aufklärer in meinen Wald stelle. Es hat was gebracht, wie so eine Elektroschocktherapie. Was ist denn der Feind für eine Nation? Ah, Japaner, sehr gut. Na klar, deswegen ist ja auch immer unentschieden hier bei den Fliegern. Ach, Aber stimmt, Mensch, ich habe ja. hier sogar Aufklärer, Fallschirmjäger, die hat hier gar nicht, also. Flieger mal aufpassen mit dem Starten. Wobei, ist sogar gut, ich habe ja Luftabwehr, alles gut, alles Ja, die gut. kommen immer, also meine Flieger kommen immer Mach über mal die einen andere Flieger an. Scheinluftangriff, das könnte die Situation jetzt massiv erleichtern. So. Wir sind jetzt momentan nicht sonderlich stark, aber wir haben eigentlich die stärkere Position jetzt.
Brauchen wir ein Nachschubdepot-Nummer. Ja. Und ich schick dir auch gleich noch mal eine Handvoll Problem ist Aufklärer. ja, dass die Japsen eine gute Infanterie haben, sonst würde ich ja gerne mal gegen Alles die. gut, wir haben noch 2 Minuten und 47 Sekunden, dann Ah, du habe ich hast gerade dann eben sowieso. verleichtern gesagt. Ich wollte vereinfachen sagen und habe dann erleichtern gesagt. Ich vermute mal, dass es da ein bisschen durcheinander Luftabwehr. kam. Bunker wäre auch eigentlich ganz gut. Die sind ja eigentlich immer ganz praktisch. Manchmal kreisen sich die Flieger Ja. ewig ein und manchmal greifen die direkt an. Das ist, Deswegen ich musst du habe da mal am ein Ende bisschen immer, so ein wenn du es Gefühl für, überhaupt wenn du nicht haben richtig viel willst. zockst, dann kriegst du so das. Da ist das irgendwann mal im Urin, wie sie fliegen. Was macht eigentlich hier mein Flieger da hinten? Komm, krieg wenigstens noch den da. Okay, was Oh. jetzt wichtig ist, du spammst quasi nur Zeros. Solange bis du 8 Stück hast. Und dann besprechen wir, wie es weitergeht. So, da will er jetzt wahrscheinlich mich in eine Falle locken. Oder er will außen rumfahren. Das kann natürlich auch sein. Aber ich kann ja nicht nur ein KV bauen. Riechen mit den Japanern die Jagdbomber. Wenn er in die Stadt fahren will, wird das auch ganz witzig. Ah, ja, der wird durch die Stadt fahren, weil es hat im letzten Livestream auch schon gegen mich funktioniert. Ah, Gott, stimmt. Alter, war das eklig. Naja. Bauen wir halt nochmal ein oder anderen. Wobei, nee, wobei doch, kann sein, er fährt in Richtung Stadt. Aber da muss er sich jetzt beeilen, weil wenn er nicht in einer Minute und ein paar Sekunden durch ist, dann spamme ich einfach Infanterie rein und dann kommt er nie wieder durch die Stadt. Luftaufklärung. Mal weg. Er stört nur. Fuchs versucht die Heiko-Taktik. Nur gibt es halt leider nur einen, der die Heiko-Taktik perfekt beherrscht, und das bin wohl oder übel ich. Nee, das ist schon gut, was er macht, aber ich bin mit den KVs einfach zu gut aufgestellt dafür. Aber er hat meine Artillerieposition kaputt gemacht. Das hat ihm, und die hat ihn wahrscheinlich ein bisschen geärgert. Ah, Aber die hat nicht wirklich Schaden KV1 angerichtet. gegen die Ja, das macht Inasal. kaum Schaden. Na, hat er jetzt Glück gehabt, da waren ein paar Flieger, die kurz vorm Absturz waren. Ich habe jetzt übrigens auch 8. Können die irgendwas? 42? Können Wer? die überhaupt nicht? Na, hier die Japaner. Ja, sie können sie im Movente bauen, also Panzer zerstören. Die haben aber wiederum nur Panzerung Stufe 1 und können nichts gegen Die kosten Infanterie aber machen. 5, ne? Eigentlich ganz gut. Ich brauche Baumer Artillerie. Der hat doch diese geile gepanzerte. Ja, er baut jetzt halt auch Artillerie, das ist ein bisschen Ja, ärgerlich. aber wie gesagt, wir haben ja die gepanzerte. Das ist ja ganz praktisch. Genau, die wird jetzt einfach gegengespammt. Und ich versuche so lange alle Wälder zu sichern, alle Städte zu sichern. Das geht mit Quadias im Regelfall ganz gut. Die Sollte ganz gut sind, klappen. ja. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, wie wir den Feind besiegen. Also ich würde sagen, mit der Panzerartillerie, halt jetzt ist die Frage, wie kriegen wir seine Semovente weg? Ah, ich kann Du kannst Jagdbomber Jagdbomber bauen. bauen. Ja, das wäre ganz wichtig, wenn wir Jagdbomber bauen. Weil, aber Problem ist, er kann jetzt auch Jagdbomber bauen. Und Artillerie, das bedeutet, auf Dauer wäre es vielleicht jetzt sogar geschickter, wenn du mal nur nicht auf Jagdbomber, sondern auf erstmal noch weiter Zeros gehst. Weil wenn ich geschickt manövriere, kann ich auch seine, Dass man ein bisschen Artillerie rausgehauen. Ist ja das Praktische bei den Ah, Osmanen auch der hat so. auch Infanterie in der Stadt. Ja, ich zerschieße seine Artillerie. Problem ist, er zerschießt auf Dauer meine Luftabwehr. Hast du eine Panzerbasis? Vermutlich nicht, gell? Naja. Kannst du nämlich mobile Luftabwehr bauen. Die wäre vermutlich jetzt besser. Aber wir brauchen eher deine Luftwaffe. Deine Luftwaffe ist effizienter als die Luftabwehr. So, brauchen wir halt eine Handvoll mehr Infanterie, das kriegt man auch hin. Und vielleicht ein paar T-34. Holz.
Nur übrigens immer so ein Freund von T34, weil ich sehr, sehr gerne auf den Luftwaffen, auf den Reichweitenvorteil spiele und es geht halt im T34. T34 finde ich jetzt auch nicht so super. Die sind auch irgendwie zu langsam. Ja, also sind schon okay dafür, dass sie dass sie nur 20 Dollar kosten. Also da ist Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall gut, aber. Ja, aber historisch ist das doch falsch. Da müssen sie noch viel billiger sein. Ja, das auch. Aber auch schneller. So, jetzt kommt gleich eine Offensive, da müssen wir vorbereitet sein. Bau du vielleicht nochmal ein, zwei Pillboxen. Na, ich kann doch hier diese 8, also diese 8, 8. Was auch immer du baust, baust schnell. Ich hab doch die Anti-Air da. Also die Panzerabwehrkanonen in meiner Fahrzeugregie- und Luftabwehrbasis. Wenn du da mit deinen KV-1 blockst, dann kann ich von hinten richtig gut reinhauen. Die sind auch gleichzeitig Panzerabwehr. Das war dumm, auf Blitz zu gehen anstatt auf Fanatismus, aber das haben wir jetzt, denke ich mal, ganz gut geblockt. Na, vielleicht ist Blitz zu Blitz gar kein so ein großer Fehler. Ja, doch, passt wunderbar. Okay, meine Flieger anlaufen können. Jetzt brauche ich deine Luftunterstützung, weil der Feind ist jetzt geschwächt. Das bedeutet Folgendes für uns. Aber wo fahre ich denn hin? Wollen denn meine Air-Dinger hin? Na, komisch, dass die Japsen keine normale Anti-Air haben. Ja. Das ist halt so. Die Japaner sind eh ganz komisches Völkchen im Spiel. Und zwar hat der Feind hier uns jetzt angegriffen. Jetzt können wir quasi kontern. So wie im Fußball momentan. Das macht ja jeder nur noch. Das Problem ist, wir müssen gleichzeitig halt die Luftabwehr aufrechterhalten. Und dafür brauche ich deine Luftwaffe. Meine Luft, also meine Anti-Air zieht mit. Wobei er sie jetzt angreifen wird, das dachte ich mir. Panzerbasis wegkreuzen. So. Ich sehe ja so lange, irgendwie versuche ich zumindest nebenher deinen Wald drüben zu sichern. Wenn du die Anti-Air kaputt kriegst, ist das schon mal ein großer Vorteil. Jetzt muss ich nämlich nur noch hier gucken, dass ich da möglichst schnell durchkomme, ohne dass der Feind merkt, was ich tue. Scheint auch nicht mehr so viel Flugzeuge zu haben. Immer ein bisschen meine Luft. So, ich bräuchte mal einen Blitz, wenn du, also wenn du Lichten übrig hast, dann bräuchte ich welche. Ich hab noch eine. Weil der baut jetzt eine Luftabwehrstellung. Okay, es ist nur eine Luftabwehrstellung. Ja, ich brauche Blitz beim Feind. Mit meinen Fliegern drüber fahren. Ah ne, der hat ja Luftabwehr. Okay. Aber das ist nur ein einziges. Da kann ich ruhig drüber. Vor allem ist jetzt tot. Ja, nee, brauche ich ja nicht. Wäre einfach nur Verschwendung. Ich kann ein bisschen nach vorne fahren mit meiner Artillerie. Nee, können wir nicht noch bis 45 warten, damit ich OIs rausbringen kann? Nee. So. OIs sind eh so. Und japanische Prototypenpanzer sind was, weiß nicht, da träume ich nachts von. Aber nicht im positiven Sinne. Die sind ja. Aber echt. Nee, die sind aber, wenn du 50 davon hast, das ist schon witzig. Ich weiß, deswegen ja. Ja, gut. gut. Also wir haben jetzt die Stadt mal gesichert nach hohen Verlusten der Japaner. Der hat hier auch Silmomente. Muss man ein bisschen. Ich kann mal ein neues Flugfeld bauen. Kurz. Leute, wie ist eigentlich die Qualität vom Stream? Weil ich könnte die jetzt wieder auf Grafikkarte umstellen, was mit ziemlicher Sicherheit bedeutend schöner wäre. Was im Mittwoch von Mod gespielt wird, entweder Kaiserreich oder diese andere Kaiserreichsmod, also die Alternative zur Alternative. Führerreich, genau. Rück mal ein bisschen mit meiner Artillerie vor. Jo, was wir auch mal bräuchten, wäre ein Luftaufklärer. Ja, das Problem ist, ich habe halt all meine Flugfelder voll. Ja, okay. Ich habe jetzt irgendwie. Ja, ich mache mal ein neues Flugfeld. Das heißt. Oder schick eine Zero und tot. Ist auch eine Option. Da kann ich mich auch mal Luft. Jagdbomber bauen. Mal ein bisschen hier runterkommen. Kannst du mal hier den Autoplinder wegräumen? Oh ja. Ich hab schon mal hier.
Ja, alles gut. Ich habe halt nur Artillerie, aber Ja, die die kriegt. überleben ja recht lange, weil die haben ja irgendwie ja, Panzerung 2, das geht ja schon. Soll ich jetzt eben dieser Moment finden, dieser Moment, der einen platt macht. Übrigens, Tipp nochmal für alle: Wählt niemals so einen Blob aus, vor allem nicht, wenn es um ein wirkliches Gefecht geht. Geht dann hin und wählt die Einheiten einzeln aus, weil die Kolonne bewegt sich immer so schnell wie das langsamste Glied. Und das bedeutet, wenn ihr dann Doch. fetten KV dabei habt und dann schnelle Panzer, dann bringt euch die schnellen Panzer nichts, weil die sich genauso schnell bewegen wie der fette, langsame KV. Ich glaube, die Feinde versuchen jetzt einfach nur noch übers Zeitlimit nicht ganz Ja, zu nein. verlieren. Ja, Oder die er war möchte unbedingt weggebombt. zu Kano was machen. Also die Sache ist jetzt, ich habe da jetzt meinen Luftaufklärer am Boden, aber ich bringe den mal hier hoch. Und jetzt kommt die Artillerie. Wir müssen jetzt versuchen, mit der Artillerie den Wald hier auszulöschen und dann kann ich darüber. Wenn irgendwo Truppen die benutzen kann, nee, nicht wirklich. Und Genau, man sieht ich den Wald baue schon. mal ein bisschen weiter nach vorne. Doch. Oh, jetzt ist was für Noobs. Ganz ein schönes Heroes für den Arsch. Ah, ich baue nochmal einen Luftaufklärer. Wie noch an den Hate wegen Moment, Wüsten ich kann ja mal auf fällen den kann. wäre Ding da schießen, dann treffen wir vielleicht. Hast du da Luftaufklärer irgendwo? Nein. Schieß auch mal mit deiner Artillerie auf die Panzerabwehr. Ja, mach schon. Ich sag dir nee, Artillerie. Ich meine, man kann mit Panzer-Panzerabwehr angreifen, man muss nur mit Luftwaffe Ach, ich schick mal meine Zeros rein, die sind und sonst Artillerie ein komplett bisschen sinnlos. vorsorgen. Oder du schickst einfach deine Zeros, das wäre auch eine Lösung des Problems gewesen. Oh, die müssen jetzt komplett über die Anti. Ja, aber die braucht man sowieso nicht mehr. Überbewertet. Im Wald ist halt noch viel Anti-Air, da kann ich relativ. Ah, da ist auch. Das sind auch Panzerabwehr, aber du warst jetzt so viel langsam. Zerstör mal die Panzerabwehr. Ja, schieß auch mal drauf. Ach, Maxi, hi, bist auch da. Na gut, wird zerstört. Heiko, was ist momentan dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist momentan, komme nicht zum Zocken. Ich komme zu wirklich gar nichts. Das glaubt ihr. Ihr glaubt nicht, wie schlimm das ist. Aber ja, an sich Gebt spiele ich ganz auf. gern EU4, HOI4 und Rouge, also so wie in den letzten 2 Jahren auch immer.